Lange nichts mehr von mir gehört. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Frohes Neues an alle, die ich nicht persönlich erreichen konnte. In diesem Video machen wir so eine kleine Rückschau auf das vergangene Jahr. Was war gut, was war weniger gut? Was ist im aktuellen Jahr? Also da sind ja einige Änderungen, wird dem einen oder anderen natürlich nicht entgangen sein. Darüber werden wir definitiv sprechen. Also Preiserhöhungen, was hat sich geändert? Meine Vorausschau für dieses Jahr, meine Prognose, wie ich das Jahr sehe und was ich persönlich von dem Jahr erwarte. All das und noch viel mehr erwartet euch in dieser Folge. Einen wunderschönen hier wieder, live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, frohes neues Jahr an alle, die ich persönlich nicht erreichen konnte. Es sind leider sehr viele, Gott sei Dank sehr viele. Unser neues Familienmitglied, Shakir, habt ihr noch nicht kennengelernt, glaube ich. Ich kann ihn leider nicht anfassen, also ich kann ihn schon anfassen. Er dankt es mir mit sehr guten Bissen. Er hat eine gute Beißkraft. Bei meiner Frau sieht es anders aus. Er ist, wie ihr hört, nicht unaktiv. Juti, fangen wir einfach mal mit den aktuellen Sachen an, bevor wir uns dem Jahr 2021 widmen. Dem einen oder anderen wird garantiert nicht entgangen sein, dass wir heute Morgen um 6.18 Uhr, wenn ich nicht irre, ein Erdbeben 70 Kilometer von Antalya in 18 Meter Meerestiefe hatten. 5,3 auf der Richterskala, wenn ich nicht irre. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wird die Welt untergehen? Ich hoffe doch schwer nicht. Der liebe Talha hat das gemerkt in Çikçili. Wir hier in Kargejak haben es nicht gemerkt. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Normalerweise ist es weiter außerhalb, 100, 200 Kilometer weiter außerhalb, Richtung Antalya die Ecke. Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich keine Erdbebenregion. Aber gut, kommt halt vor. Was soll man machen? Der eine oder andere hat mich gefragt zu dem Thema Strandbars. Die werden ja alle abgerissen. Und da war Sabita im Einsatz, da war Gendarma, da war Police. Und alle dachten, oh, was passiert hier? Wird hier, weiß ich nicht, die Flüchtlinge werden sie gesucht, die hier nicht sind. Was ist hier los? Die Stadt Alanya hat beschlossen, die Dinger alle abzureißen. Weil wenn wir ehrlich sind, das eine oder andere sah nicht wirklich toll aus. Ja, ein bisschen vernachlässigt, ein bisschen runtergekommen. Das soll jetzt alles ein bisschen einheitlich gemacht werden. Da nimmt die Stadt Alanya auf jeden Fall ein bisschen Geld in die Hand. Also, wer die Bilder schon gesehen hat, ich kann die mal einblenden, die sehen schon wirklich schick aus. Also, wenn das einheitlich ist, das macht halt ein ganz anderes Bild. Also, das ist meine persönliche Meinung und ich denke mal, der ein oder andere wird dem auch zustimmen. Änderungen müssen gemacht werden und ja, das ist auf jeden Fall mal ein ganz guter Schritt, denke ich. Ja, 2021, darauf trinke ich erst nochmal einen Schluck Kaffee. 2021. Ja, ihr habt das letzte Mal in diesem Jahr was von mir gehört, also im vergangenen Jahr. Sorry, also wie gesagt, wirklich viel zu tun. Gott sei Dank, viel zu tun. Normalerweise ist es so November ruhig, Dezember sowieso, Januar auch und wir waren wirklich sehr gut ausgelastet. Viele Kunden sind auch angereist und da stehen dann natürlich das eine oder andere an, wie Aufenthaltstitel machen, wie Strom, Wasser, Möbel etc. pp. Also wirklich auch viele Service-Sachen im Dezember gemacht. Und ja, deswegen ist auf YouTube ein bisschen weniger von mir zu sehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Herzlich willkommen auch auf jeden Fall an die neuen Abonnenten dieses Kanals, die noch nicht so lange dabei sind. Schaut euch unbedingt auch die anderen älteren Videos an, gerade wenn es um das Thema Aufenthaltstitel geht und so weiter und so fort. Strafen im Straßenverkehr, wobei das schon wieder obsolet ist, da die Preise gut angezogen haben in allen Bereichen. Aber da werde ich auch noch was zu sagen. 2021, was war das für ein Jahr? Also privat würde ich sagen, persönlich würde ich sagen, war es ja durchwachsen, Höhen und Tiefen. Das Leben ist halt eine Achterbahnfahrt. Den einen oder anderen Todesfall familiär auch zu beklagen gehabt, was nicht so schön ist, aber das gehört zum Leben mit dazu. Für die, die es noch nicht wissen, weil wenn ich mich mit Abonnenten treffe, beziehungsweise wenn Abonnenten mich treffen, ins Office kommen oder man sich irgendwo auf der Straße trifft,
wird halt auch nach dem Kind-Thema halt gefragt. Und ja, zum zweiten Mal verstorben, in der 12. Woche. Herz hat aufgehört zu schlagen, leider. Steht auf der Agenda auf jeden Fall für dieses Jahr. Mal schauen, ob es klappt, inshallah. Das war einer der negativen Sachen. Definitiv negativ war Pascha, den wir Anfang des Jahres aus Adana geholt haben. Der, wie ihr es vielleicht gesehen habt, in meinen Händen dann gestorben ist. Der hatte halt Pilze in der Nase gehabt, haben die Organe befallen, hat zu wenig gegessen. Und bevor der eine oder andere sagt, Dennis, warum kümmerst du dich nicht um deine Tiere? Doch, tue ich. Der war die ganze Zeit drinne, fast unter Beobachtung. Ich war halt auch wirklich viel weg. Und ja, wir haben es nicht mitbekommen, weil wenn wir in den Futtertrog geschaut haben, zweimal am Tag, der war leer. Der hat die Sachen rausgeschmissen und hat mal gegessen, mal nicht. Es ist uns leider viel zu spät aufgefallen. Ja, wirklich traurig. Was soll man sagen? Wir haben Shakir geholt, ne Shakir? Ich kann dich nicht anfassen, dimme. Aber er hört zumindestens, wenn man ihm was sagt, auf meine Frau besser als auf mich. Schauen wir doch mal, ob er das macht. Shakir, içeriye. Shakir. Hayır, oynama. İçeriye. İçeriye. Tamam. Aferin oğlum. Aferin. Hayır. Okay, er soll reingehen. Er geht rein. Dümmer. Okay, kannst wieder rauskommen. Er kann auch wirklich ganz gut sprechen, wenn er es denn möchte. Jetzt kommt er hinter mir wieder raus. Das sehe ich und höre ich. Ja, beruflich war das auf jeden Fall, wird jeder bezeugen können in der Branche, eigentlich das beste Jahr, was man so die letzten Jahre hatte. Also für mich definitiv overall the best of all time, kann man so sagen. Nochmal vielen lieben Dank an das Vertrauen, an euer Vertrauen hier auf YouTube, an euer Vertrauen als Interessenten, als Kunden, als Freunde auch. Ja, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Wirklich viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Interessante Menschen, die auch noch was machen wollen. Ich hoffe, da werden wir das eine oder andere in diesem Jahr noch ja, in die Wirklichkeit bringen können. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich persönlich freue mich, wenn motivierte Leute in die Türkei kommen. Die Gründe, denke ich mal, brauche ich nicht zu erläutern. Durch die Bank weg mit allen Menschen, mit denen ich dieses Jahr gesprochen habe, wenn es um das Thema Auswandern geht. Durch die Bank weg die gleiche Meinung. Die Lebensumstände werden halt in der BRD unschöner. In der Türkei werden sie zwar auch nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall nicht in diesem Ausmaß. Das soll kein Deutschland-Bashing werden, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und durch die Bank weg, ob es irgendwelche Zahlen sind, ob es Umstände sind, dass es kälter wird, dass die Repressalien sind. Lockdown Light habt ihr ja, wir nicht. Wie gesagt, also diese ganze Testerei und alles, Alanya ist da, Gott sei Dank, ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so außen vor. Ja, wir werden sehen. Also, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall zu dem Thema. Ich möchte das nicht immer aufwärmen und naja. Definitiv, aus vielen Gesichtspunkten war das ein aufregendes, ein turbulentes Jahr. Die Tourismuszahlen haben sich verdoppelt zum Vorjahr, also als das bekannte C angefangen hat, war es halt so gewesen, der Tourismus ist ungefähr, weiß ich nicht, 30% roundabout, keine Ahnung was, müsste ich mir anschauen, die Zahlen, ist es runtergegangen, nicht so schön. So viele Pleiten und Insolvenzen wie befürchtet, Existenzen, die zerbrochen sind, hatten wir eigentlich nicht gehabt. Also es war relativ mild, würde ich sagen. Und die Zahlen haben sich einfach verdoppelt, was den Tourismus angeht. Die sind natürlich auf dem alten Niveau dann letzten Endes wieder, vielleicht ein bisschen drüber. Wir wussten halt nicht, wohin die Reise geht. Viele Leute waren verunsichert, das kann ich verstehen. Viele Leute sind von den Medien, naja, ihr wisst es. Und haben halt deshalb von dem Urlaub auch abgesehen oder sind nicht so oft gekommen, wie sie ursprünglich geplant hatten. Vielen Dank, dass ihr trotzdem in die Türkei gekommen seid.
nachdem die Lage ein bisschen übersichtlicher geworden ist. Das hat auf jeden Fall zu einer guten Wirtschaftsleistung in dem Bereich geführt, würde ich sagen. Und ich merke das auch, wie gesagt, im Beruflichen. Und viele Leute verlassen fluchtartig die BRD. Ich kann das verstehen. Ging mir nicht anders. Gut, damals hatten wir das noch nicht, aber ich habe halt gewisse Sachen vorausschauend betrachtet. Und ja, ich kann wirklich jeden verstehen. Also die Umstände sind hier einfach wesentlich günstiger aus vielerlei Gesichtspunkten her. Man kann hier unternehmerisch auf jeden Fall eine Menge machen. Im Angestelltenverhältnis ist natürlich nicht viel schöner als in Deutschland. Im Gegenteil, ne, die Kündigungssicherheiten und ja, die sind halt andere hier. Hat alles sein Für und Wider. Also wie gesagt, in der Türkei, wenn man hier etwas machen möchte und wenn man die richtigen Leute hat, wenn man ein Netzwerk von Leuten hat, Unternehmen kennt, Unternehmer kennt, Selbstständige kennt, dann ist alles ein bisschen einfacher. Also ich habe es gemerkt wirklich, dass die Leute halt zu mir gekommen sind und gesagt haben, Dennis, was kann ich machen? Können wir uns nicht mal zusammensetzen? Können wir uns nicht mal darüber austauschen? Gestern Abend auch noch um, wie spät war es denn gewesen mit dem Dennis aus Leverkusen? Puh, weiß ich nicht, 9 Uhr, 10 Uhr oder was. Ja, auch noch ein sehr intensives Gespräch halt geführt. Und ich merke das halt, dass die Leute nach Alternativen suchen, dass die Leute einen besseren Lebensstandard haben möchten. Ja, ich weiß, aufgrund des Euros, klar, ist halt eben, wie es ist. Und man hat hier auf jeden Fall alle Möglichkeiten in der Hand. Ja, jetzt sind wir angekommen im wunderschönen 2022. Hoffen wir mal, dass es auch wunderschön werden wird. Hat, wie gesagt, nicht so ganz toll angefangen dieses Jahr bereits. Wie gesagt, mit dem Erdbeben unter anderem halt. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Also in den Medien war schon zu lesen, also das Thema Impfpflicht wird jetzt noch nicht so stark thematisiert. Was aber thematisiert wird, ist, dass Omi trinkt Korn voraussichtlich. Ich muss selber lachen. Ist ein todernstes Thema, wird uns alle umbringen, ist klar. Im Februar, März wird es hier erwartet. Also Omi trinkt dann Korn oder Mai Tai hier am Strand wird erwartet, kann man jetzt schon sagen. Ob das so sein wird, wir werden sehen. Sorry für die Leute, die ernst mit dem Thema umgehen. Ich kann mit diesen Themen nicht ernst umgehen, weil sie für mich einfach nicht ernst zu nehmen sind. Egal, meine Meinung. Gut, es wird auf jeden Fall darüber gesprochen und man bereitet sich vor. Man boostert sich ins Delirium oder versucht es zumindest. Die daran Interesse haben, machen es und die es halt nicht haben, machen es nicht. Ich gehöre halt zu Letzterem und ich behalte mir das auch vor, bis ich dann vielleicht von der Omega irgendwas Variante, weiß ich nicht, dahingerafft werde. Wir werden sehen. Ja, wohin geht 22? Also, wenn es so weitergeht mit der ganzen C-Geschichte, egal in welcher Variante das jetzt ist, dann erwarte ich auf jeden Fall noch einen Anstieg. Nur mal einen kleinen Fact: Der ein oder andere, der mich persönlich kennt, dem habe ich das natürlich schon gesagt. Alanya hat definitiv mega viel Potenzial, muss man sagen. Also flächenmäßig auch. Wir haben hier 345.000 oder 350.000 Einwohner aktuell. Berlin hat eine Gesamtfläche von, lass mich nicht lügen, 891 Quadratkilometer. Köln, weiß ich, meine Heimatstadt, meine nicht Heimatstadt, Geburtsstadt. Alanya ist meine Heimat. Köln hat 405 Quadratkilometer Größe und Alanya 1595 oder was. Also fast viermal so groß wie Köln und fast doppelt so groß wie Berlin. Da ist auf jeden Fall ordentlich Platz. Aktuell haben wir hier eine Bevölkerungsdichte von 200 Menschen pro Quadratkilometer. Berlin 3.500 oder was. Oder 3.600 oder 3.800 pro Quadratkilometer. Auf jeden Fall hier ist Potenzial da. Ja, die Preise steigen weiter. Die Leute sagen halt immer, okay, Dennis, das ist eine Blase, das ist eine Blase, die wird bald platzen. Liebe Leute, in Deutschland und in der EU generell ist es überall eine Blase. Nur da läuft es schon 10 Jahre und hier erst ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr.
Ich sehe nicht in absehbarer Zeit, damit meine ich Zeitraum 5 Jahre, dass das sich so ändert. Größtenteils. Es wird wahrscheinlich keine mega großen Sprünge mehr geben, aber es wird auf jeden Fall mindestens mal, ja, der Gleichstand wird auf jeden Fall mal bleiben und es wird Wachstum da sein, definitiv, weil der Platz ist nun mal endlich und ja, die Möglichkeiten sind halt da in vielerlei Hinsicht und deswegen sehe ich da auch keinen Grund, warum das irgendwie abreißen sollte. Wir haben jetzt teilweise schon Preise in einigen Projekten, die sind deutschlandreif, also vom Niveau, vom Preislimit her, genau wie in Deutschland. Die Leute sagen halt immer, okay, in Deutschland ist es normal, wenn man für 300.000 Euro oder 250.000 Euro eine Immobilie kauft, ein Doppelhaushälfte oder was, ist völlig normal, dass es dann 600.000 Euro nach 10 Jahren ist, das ist völlig normal. Das ist aber nicht nur dort bei euch so, das ist generell überall so. Also wir haben einen Preisanstieg massiv, also holla die Waldfee. Die Rohstoffe sind teilweise 30, 40, 50% gestiegen. Also Öl etc. pp. Strom, ja, Personalkosten. Ich werde da auch noch gleich was zu sagen, wie die Ansteigungen da sind. Also wir hatten die Lira, ihr habt sie kurz gesehen, kurz vor 21 im Dezember. Und innerhalb von 3 Tagen um 41, irgendwas Prozent hat sie sich wieder ja, stabilisiert auf den Wert, den wir jetzt aktuell haben. Und das ist aber nur ein, ja, ein Pullback. Also das wird wieder Fahrt aufnehmen. Also meine Prognose für das kommende Jahr ist, wenn die aktuelle Regierung an der Politik mit dem Niedrigzins festhält, was ich persönlich auch nicht so schlecht finde, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, dann wird die Lira wieder Richtung Norden wandern. Das heißt, im Wert zum Euro und zum US-Dollar halt verlieren, das sehe ich. Wenn sie einmal bei 21 fast war, dann wird sie da auch wieder hingehen. Das ist nun mal so. Wann das sein wird, ob wir das im Januar sehen werden, im Februar, aber auf jeden Fall in diesem Jahr. Also ich sehe das, weil spätestens wenn der Leitzins das nächste Mal gesenkt werden wird, dafür steht die aktuelle Regierung, dann werden wir das Gleiche wieder sehen. Das war die letzten paar Male auch so und ich sehe das. Ist nicht schön für die Betroffenen, für alle Betroffenen. Wir haben sehr, sehr viele und sehr hohe Preisanstiege in allen Bereichen. Ich werde da auch noch gleich ein paar Worte zu sagen, aber es ist halt nun mal leider so. Ich habe meine Steuer heute bekommen fürs Auto. Letztes Jahr habe ich bezahlt 1.100 Lira fürs ganze Jahr. Für dieses Jahr zahle ich 2.700 Lira. 2.700 und ich glaube 40 oder sowas. Ist schon heavy. 100%, über 100% ist schon heavy. Muss man sagen, ist natürlich gestaffelt nach KW etc. pp. Klar, kann ich ja, wenn ihr das möchtet, auch nochmal ein separates Video machen. Also Autos, ihr wisst es, allgemein sehr, sehr teuer. Die Kfz-Steuer steigt um 25%, roundabout. Ursprünglich war im Dezember die Rede davon, dass der Mindestlohn von 2.900, ich glaube 86 war es im vergangenen Jahr, auf 3.600 ansteigen sollte. Das wurde dann aber dann kurzerhand wieder geskippt und es wurde gesagt 4.250, also 50% Anstieg. Das wirkt sich natürlich auf alles aus. Das wirkt sich auf die Preise aus, wenn man Angestellte hat, wenn man auch vielleicht eine Baufirma hat, wo man Mitarbeiter beschäftigt oder Subunternehmer beschäftigt, die Mitarbeiter beschäftigen. Die müssen andere Preise nehmen. Die Einkaufspreise für alle Rohstoffe sind massiv gestiegen. Die Benzinkosten sind massiv gestiegen. Die Energiekosten sind massiv gestiegen. Die Personalkosten, ich sagte es gerade, 50%, das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Die Sachen können de facto nicht mehr so günstig, in Anführungsstrichen, hergestellt werden als im letzten oder im vorletzten Jahr. Das heißt nicht, dass Neubauten immer teurer sind. Da werde ich auf dem Immobilienkanal, wenn ihr den noch nicht abonniert habt, Nova Property Alanya noch was zu sagen in einem separaten Video. Die zweite Hand Bestandsimmobilien, die ziehen nach. Wenn jetzt einer eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 100.000 Euro verkauft, Neubau mit allem drum und dran und einen Block weiter oder eine Straße weiter eine 5 Jahre alte Wohnung ist oder 10 Jahre, die, weiß ich nicht, vielleicht mal 40.000 Euro gekostet hat oder 30, der wird die nicht für 60 verkaufen. Das macht keiner. So blöd ist niemand. Also
Deswegen, die werden dann zumindest mal einen vergleichbaren Preis nehmen. Weiß ich nicht, 85, 90. Aber die ziehen halt alle mit. Ne? Und egal, auch wenn die Immobilien, die zweite Hand Immobilien es nicht unbedingt von der Wertigkeit her auf ein Level schaffen sollten, spielt keine Rolle. So, und das ist jetzt im Immobiliensektor. Und wie gesagt, also die ganzen Preise ist wirklich massiv. Ich weiß noch damals, als ich im Schwarzen Meer war, ich habe das Handy, mein damaliges Samsung-Handy mitgebracht und freigeschaltet. Ich habe bezahlt 162 oder 167 Lira damals. Da war ein Vierer-Kurs, 420er-Kurs. Jetzt sind wir die neue E-Mail-Steuer, heißt die übrigens, für die, die es nicht wissen. 2732 Euro, wenn ihr ein Handy mitbringt und das hier registrieren wollt, beziehungsweise wieder freischalten wollt fürs türkische Netz, fürs Mobilfunknetz. Ja, ist halt schon mal eine Hausnummer. TÜV-Gebühren auch gestiegen. Ich hatte, was habe ich damals noch bezahlt? Boah, müsste ich lügen. Auch irgendwas um die 300 Lira. Jetzt ist es ein bisschen mehr, 372. Krankenversicherung teurer geworden. Bußgelder im Straßenverkehr auch 25% teurer geworden. Okay, kann man mit leben. Strom 50%. Also ich bin auf die nächste Stromrechnung gespannt. Ja, wir hatten Bodenheizung an, Klima ja sowieso angehabt. Nachts und draußen bei den Papageien habe ich eine Heizung hingestellt, die jetzt übrigens auch noch läuft. Ich bin mal auf die Stromrechnung gespannt. Also ist schon ordentlich. Also mal eben 50% alles drauf. Okay, ich verdiene nicht schlecht, aber wie gesagt, ich frage mich, wie das die Leute finanzieren wollen, die halt jetzt wirklich ein bisschen Mindestlohn oder darüber halt ja, verdienen. Ist auf jeden Fall ist schon ordentlich. Also durch die Bank weg, ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Ja, zu 2022 weiter. Also ich erwarte, dass es weitergeht. Der Zulauf sich noch ja, verstärkt, weil die äußeren Umstände einfach nur mal dafür sprechen. Das glaube ich persönlich sehr. Ich erwarte wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr. Und ich freue mich auf dieses Jahr definitiv. Wir haben persönlich auch noch das eine oder andere Ziel. Meine persönlichen Ziele fürs vergangene Jahr habe ich alle erreicht und übertroffen. Für dieses Jahr habe ich auch noch ein paar Ziele, die ich ganz gerne verwirklicht haben möchte. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch so kommen wird. Ja, Kinderthema, mal schauen, wann wir das angehen können, werden. Ja, im Moment ist ein bisschen schwierig alles. Gott sei Dank aufgrund des Arbeitspensums. Aber wir schauen mal. Also ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Diese Lockdown-Geschichten, wenn das denn wirklich kommt, okay, gut, dann ist es halt eben so. Geht auch vorbei, haben wir jetzt alle gelernt. Und auch Omi trinkt Korn wird uns nicht alle umbringen. Davon bin ich fest überzeugt. Und auch die ganzen Varianten, die auch noch danach kommen werden, nicht. Ja, also ich bin mega happy auf das Jahr 2022, weil ich weiß, wer dieses Jahr alles kommt an Kunden und Interessenten. Und das ist wirklich, ich freue mich auf viele, viele Leute. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Vielen Dank für die Leute, die ich kennenlernen durfte und die mich kennenlernen konnten. Wirklich sehr schön. Wir hatten wirklich mega geile Themen. Wirklich optimal. Und dieses Jahr wird es weitergehen. Wie gesagt, ich habe ja auch das eine oder andere in der Pipeline. Geschäftlich will ich auch noch ein bisschen was anderes dazu machen. Mal schauen. Also das ist alles noch nicht spruchreif. Ich schaue mal, dass wir das bis Mitte des Jahres vielleicht verwirklicht kriegen. Wir werden sehen. Also seid auf jeden Fall auch gespannt. Ich bin es definitiv auch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, haut es mir in die Kommentare. Ich lese die Kommentare, auch wenn ich nicht immer jeden beantworten kann, weil ich am Autofahren bin oder mit Kunden unterwegs bin oder in Gesprächen bin oder andere Sachen halt zu erledigen habe. Ich lese die Kommentare alle, ausnahmslos. Und ja, ich versuche halt auch, ist ein Vorsatz fürs neue Jahr, ein bisschen mehr darauf einzugehen. Deswegen haut mir einfach alles in die Kommentare rein. Nova Property Alanya, unseren Immobilienkanal, auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da war jetzt auch die letzte Zeit videotechnisch nicht viel gewesen. Kommt aber. Wie gesagt, der Tag hat nun mal leider eine begrenzte Anzahl von Stunden. Es wird vieles nachgeholt. Und
Ich bin richtig happy auf das Jahr, weil ich weiß ja, was in der Pipeline ist und ich bin auf jeden Fall gut drauf und ich freue mich auf jeden Fall, den einen oder anderen in diesem Jahr noch kennenlernen zu können. Hier in Alanya, ob es im Office ist, ob es draußen auf der Straße ist, man kann mich jederzeit ansprechen, gar kein Thema. Viele haben auch Bilder gemacht, auch gerne, kein Problem. Ich bin zwar nicht Dieter Bohlen, aber gerne mache ich das. Wie gesagt, bleibt der Türkei gewogen, bleibt Türkei auf Deutsch gewogen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start, auch wenn er schon angefangen hat, in das Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid ja so positiv, was das Jahr angeht, wie mich, wie ich. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.